Hallo? Oder habe ich schon zeitig exited? Aber dann wäre ja das Buch zu. Also konnte ich nicht blättern. Ich bin ein Elender. Gib's ganz schön leicht auf. Um die Geschichte meines Lebens zu krönen, muss mein Tod her. Du wirst weder die Sonne noch die Sterne mehr sehen. Du wirst nicht mehr spüren, wie der Wind deine Wange streichelt. Du wolltest die Liebe kennenlernen, doch immer wurdest du verstoßen. Ist das nicht ungerecht? Aha. Wo kann ich Frieden finden, wenn nicht im Tode? Trete also in diesen Eistempel. Leb wohl. Sieht ihn so gut wie gar nicht. Die Musik ist so, so schön. Die passt richtig geil. Ich sehe nichts mehr. Silenzium. Ich sehe ja nicht mal mehr, wo ich bin. Muss ich noch irgendwo hin oder? Ich hoffe, es gibt in der
in der Art und Weise noch mehr Spiele so an Literatur angelehnt oder direkt Literatur nacherzählt. Ganz habe ich die Geschichte von Frankenstein ohne auf der Platte. Aber das meiste kam mir doch sehr bekannt vor. Gerade wo der bei der einen Familie im Verschlag gewohnt hat. Die am Anfang noch gar nicht von dem wussten und der für die Kaninchen gejagt hat und so. Das Spiel gibt's auch, glaube ich, wenn ich jetzt mich nicht ganz täusche, für Smartphone. Also egal, ich kann nur... Hä? Was ist denn jetzt los? Okay. Also ich kann da echt nur empfehlen, die Entwickler zu unterstützen und einfach irgendwo eine Version zu kaufen und zu spielen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Also es hat mir echt gut gefallen. Boah, das hat ganz schön Substanz gekostet, das Spiel. Na gut. Ich mache mal kurz aus und wieder an, weil das würde ich gerne irgendwie schauen, dass ich das kleiner als Highlight irgendwie gesaved kriege. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich bin in ein, zwei Augenblicken wieder da.